Willkommen zum Unboxing vom Luba Mähroboter. Nicht lang schnacken und los geht's. Das ist er, der Karton. 35 Kilo schwer, per UPS gekommen. Bei mir ein bisschen ein Odyssee gewesen, 5 Kilometer weiter bei irgendwelchen fremden Leuten abgestellt. Danke UPS, hab das schön gemacht. Ich durfte durch die Nacht fahren und recherchieren, wo mein Luba ist und ihn bei fremden Leuten abholen. Danke dafür, dass die drauf aufgepasst haben. Aber jetzt geht's los. So, wir machen jetzt mal vorsichtig das Ganze auf. Hier, das ist das Anschreiben vom Luba, was da so mit draufsteht. Einmal, was alles mit dabei ist. Und vielen Dank für eure Order. Und dann die Adresse von Mamotion. So, dann schauen wir mal weiter. Eine Kurzanleitung nach Bildern, ein Quick Guide, wie man ihn aufstellen soll. Wir packen ihn jetzt gleich aber mal aus am Tisch. Das heißt, ich zeige euch mal die ganzen Sachen, die dabei sind, im Detail. So, ich hoffe, es geht so. Ich habe euch jetzt hier mal einen kleinen provisorischen Tisch aufgebaut. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie gut das funktioniert. So, also hier habe ich jetzt einmal diesen Quick Guide. Nur auf der ersten Seite. Das heißt, einmal, was alles mit dabei ist und dann, wie man es verkabeln soll. Also ist auch relativ simpel. Erstmal für die ersten Schritte, der ist mit dabei. Dann haben wir hier einmal die Antenne. Die kennt ihr ja auch schon von meiner Beta-Version, wie ich sie aufgebaut habe, wie sie hängt. Das ist die Antenne und das zeige ich euch auch mal kurz, was viele übersehen oder nicht wissen. Vielleicht bei der Antenne gibt es hier noch mal einen USB-C-Port. Der ist dafür da, dass wir auch die Antenne mit einem Update versehen können am Computer. Also mit einem USB-C-Kabel verbinden und dann soll demnächst auch mal ein Update kommen für die Technik, für die Software in der Antenne. Einmal das Gestänge für die Antenne. Das sind nur zwei Stäbe, die einfach aneinander geschraubt werden mit einem Durchmesser von 30 mm, also 3 cm. Nur, dass ihr wisst, wenn ihr irgendwie eine andere Haltung bauen wollt, 30 mm ist das Originalrohr. Dann haben wir hier noch die Antennenspitze. Ich kann die ja mal auspacken. Das ist dann das 2,4 GHz Empfangsmodul oder die Antenne dafür, um dann mit dem Luba zu kommunizieren. Das hier ist die Stoßstange. Die packen wir auch mal aus. So sieht sie aus. Hier sind die Kontakte. Wird dann einfach nur vorne reingeschoben, arretiert und dann haben wir hier den Bumper, wenn er irgendwo gegenfährt. Und auslöst. Also auch ganz simpel gemacht. Hier kann man ihn dann wieder vom Luba lösen. Also wenn man mal ran muss. Ja. Auch hier schön mit dem Luba-Schriftzug. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier mal Motion steht da einmal drauf. Ja, also ganz gut und wertig. Hier nochmal die Kontrollleuchte. Wenn der Luba in Betrieb ist, leuchtet die dann dementsprechend auf. Zwei Luba-Schlüssel, das heißt, die werden ja gebraucht, um den Luba in Betrieb zu nehmen, weil dann der Stromkreis geschlossen ist und nur dann funktioniert er. Das ist quasi der Zündschlüssel für euren Luba. Dann gab es noch ein Aufkleberset.
Das muss ich mal schauen, wie gut das dann funktioniert. Ich habe da schon ein paar Tipps bekommen, dass man die auch ein bisschen warm machen soll mit dem Föhn, dass die geschmeidiger sind. Dann kann man seinem Luba halt Rallye-Streifen verleihen. Da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Werde ich dann halt auch nachher mal ausprobieren und am Ende des Videos, denke ich mal, zeige ich euch auch das fertige Resultat. So, und da ist er endlich, der Luba. Klein, fein, mäht den Rasen. Oder auch nicht. Nein, das ist ein Gimmick, was es als First Becker Edition gab, als Dankeschön. Das ist einfach eine Nachbildung vom Luba. Aus einem Metall. Ich denke, Metall ist das, so wie es sich anfühlt. Ist halt einfach ein Gimmick. Kann man sich hinstellen als Accessoire. Auch hier kann man noch irgendwo was dran machen. Ja, mal gucken, was man damit machen kann. Man kann ihn halt aufhängen. Also ist so ein bisschen, ja, ein kleines Geschenk von Mamotion an die First Edition Unterstützer. Ja, sieht aber gut aus und ist schwer. Also, ja, cool. Also, als Geschenk. Und dann haben wir hier noch die Antennenhalterung. Wie gesagt, Durchmesser 30 mm. Das ist dann zum Befestigen, Arretieren der Antenne an dem Gestänge. Und dann haben wir hier noch vier verschiedene Pakete mit dabei. A, schauen wir mal kurz rein, was da mit drin ist. Das ist das Netzteil. Das Netzteil brauche ich euch ja nicht zeigen, aber hier seht ihr es, das Netzteil. Ich zeige euch auch gleich noch mal ein paar Aufnahmen, wie das schon bei mir hängt. B. Da ist dann das Kabel dabei und auch hier für die ersten Unterstützer die geschenkten Ersatzklingen. Mal sehen, ob ich das aufkriege. Fünf Minuten später. Das ist das offizielle Messerkit, was immer mit dabei ist. Und das haben die First Edition Unterstützer noch mal mit dazu bekommen. Einmal sind da die Schrauben mit dabei, mit Schrauben fest und dementsprechend dann die Messer. Das Kit Nummer C ist auch wieder nur ein Kabel, oder? Ah, nein. Das ist der Erdkeil, der kommt dann quasi in den Boden rein und hier wird die Antenne draufgeschraubt. Also so haben wir einen festen Stand. Ihr seht, es ist relativ lang, das Ganze. Und ja, das ist schon ganz ordentlich. Wenn der in den Boden ist, dann kippt die Antenne auch nicht um. Und dementsprechend, da kommt dann die Verschraubung drauf. Das ist auch wiederum First Edition, also als Geschenk von Mamotion, gibt es sonst im Zubehörshop noch zu kaufen, ist ein 10 Meter Antennenkabelverlängerung. Wer jetzt seine Antenne aufs Dach oder etwas höher anbringen möchte oder außerhalb der Station, dafür braucht man dann dieses Antennen-Extension-Kit dann mit 10 Meter Verlängerung. So, da habt ihr jetzt einen kleinen Überblick, was alles dabei war. Und jetzt schauen wir nochmal in den Karton und da seht ihr, da ist er jetzt unten schön sicher eingepackt. Und bevor es aber losgeht mit dem Luba, schauen wir uns nochmal die Ladestation an, weil auch die ist besonders. Bevor wir uns jetzt den Luba anschauen, nehmen wir nochmal einen Blick auf die Ladestation. Die ist halt aus robustem Kunststoff. Wir sehen hier die Ladepins, wo der Luba rückwärts ranfährt. Wir sehen hinten auch die Anschlüsse, kann man hinten aufklappen, da kommen dann die ganzen Kabel rein für die Antenne und die Stromversorgung. Und hier an der Seite haben wir noch dementsprechend
wo das Blind reinkommt, um dann die Antenne, die Antennenstange da zu befestigen. Was wir hier auch sehen, ist eine Verschraubung. Und zwar ist diese Verschraubung dafür da, um das Originaldach hinten zu befestigen. Wer kein Originaldach kaufen möchte, kann auch überlegen, daraus irgendwas zu basteln, dass man da dementsprechend irgendwas befestigt, um dann eine Überdachung zu konstruieren. Ich baue ja immer so ein Holzdach. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal, was ich jetzt schon aus meinem alten Roboter und von meinem alten Roboter habe. Und sowas baue ich dann halt hier auch wieder dabei, weil ich finde das ein bisschen schöner im Garten, so ein Holz komplett Überdachung zu haben, als einfach nur so eine Plastikschale. Aber das müsst ihr dann wissen. Zumindest gibt es hier diese Bohrung dafür. Viele interessieren sich natürlich auch, wenn sie eine Garage bauen, für die Maße. Und zwar haben wir hier eine Länge von knapp 50 cm. Von hinten bis vorne zur Kante. Der Luber steht natürlich noch ein bisschen weiter aus. Also ich sage mal, hier so 80 cm Länge braucht ihr ungefähr für den Luber inklusive Garage. Und eine Breite haben wir hier von 52 cm. Also auch hier zum Rausfahren mindestens 60 cm solltet ihr da mit einplanen für die Garage. Ja, so viel zur Ladestation. Hier seht ihr auch noch mal ein paar Löcher. Da kommen Erdschrauben rein, um dann das Ganze zu befestigen, dass sie auch nicht verrutscht. Und hier ist er nun, der Luber. Wie auch mein Beta-Gerät von der Qualität, von der Haptik perfekt, also richtig gut. Ich zeige euch noch mal ein paar Details. Wir haben hier jetzt die Ultraschallsensoren, 4 Stück an der Zahl. Starttaste, große Stopptaste für Notaus. Hier an und aus, also die Power-Taste. Und hier zum Mähen oder zum Nachhausefahren, falls ihr das nicht über die App steuern wollt. Hier haben wir einen Regensensor, eine kleine Vertiefung. Wenn es jetzt regnet, läuft hier Wasser rein und dementsprechend verbindet sich das, gibt ein, sag ich mal, einen Kurzschluss und dementsprechend sagt der Luber dann, okay, es regnet, ich muss nach Hause. Und erst wenn es wieder abgetrocknet ist, fährt er nochmal wieder raus und dementsprechend guckt er dann, ob es dann wieder trocken ist. Hier an der Seite sind die Seitenbumper. Auch hier, wenn er irgendwo gegenstößt, wird das ausgelöst. Metallschutz für das Messer. Kunststoff ist es, Kunststoffschutz für das Messer und die großen Reifen, die großen Räder. Hier sind auch die Motoren verbaut. Die Achse komplett aus Aluminiumguss. Die schauen wir uns auch nochmal im Detail an und hier dann die Federung. Das kann man dann hier schön sehen. Dass der Luber dann dementsprechend federt und so Unebenheiten ausgleichen kann. Vorne natürlich klar die coole Optik. Da kommt dann die Stoßstange rein. Und hier ist dann nochmal die Beschriftung, ich denke mal für die Motoren, dass man die dann auch irgendwann mal nachbestellen kann, ersatzteilmäßig. Die Beleuchtung und hinten die Ladeklappe, das schauen wir uns auch mal an. Hier kommt der Schlüssel rein. Ein Fach einmal für die SIM-Karte, da soll noch was kommen, dass man halt auch mit GPS-Signal oder mit GSM-Signal, LTE oder was auch immer dann arbeiten kann. Und hier ein USB-Port, ich denke mal auch für Updates oder zum Laden direkt im Winter mal zum Nachladen. Hier die beiden Kontakte zum Laden, die mit der Station dann kommunizieren, also dementsprechend Strom geben. Und hier ist ein Sensor mit drin, dass er dann perfekt an die Ladestation andocken kann. Hier schauen wir uns auch mal die Hinterachse an. Die ist natürlich nicht gefedert, aber auch hier wirklich komplett aus Aluminium, also sehr, sehr wertig. Von unten 8 Messer sind vormontiert.
Ihr seht, die sind hier freiläufig und können hin und her bewegt werden. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass die nachher auch frei sind, dass die sich nicht verklemmen, wenn ein Rasenschnitt dazwischen ist, aber eigentlich durch die Fliehkraft sind sie dann immer locker. Ihr seht eine sehr, sehr hohe Schnittbreite. Hier nochmal der Schutz, auch hier alles abschraubbar. Das heißt, wenn ihr ihn mal sauber machen müsst, hat man die Möglichkeit, das wohl auch vernünftig zu demontieren. Auch hier alles verschraubt, also man kommt eigentlich überall dran. Hier ist wohl der Lautsprecher hinter, wenn er piept, oder Wasserauslauf, könnte ein Lautsprecher sein. Und hinten auch das Gehäuse verschraubt. Also es dürfte kein Problem sein, da auch mal ranzukommen. Hier gucken wir uns nochmal die Achse an. Auch hier gummigefedert, also sehr, sehr hochwertig. Und jetzt seht ihr das auch mal, wie die vorderen schwingen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, was ihr dazu meint. Wenn ihr Fragen habt, schreibt weiter. Ich verlinke euch auch nochmal unsere Facebook-Gruppe, die deutschsprachige, für alle Luba-Fans. Und auch nochmal den Shop, wo ihr den auch erwerben könnt, direkt von Luba, also von Mammotion. Und ja, jetzt zeige ich euch nochmal die Unterschiede zu meinem Beta-Gerät. Also auf dem ersten Blick sieht man keinen großen Unterschied, außer dass mein Beta-Gerät verschmutzt ist, weil auch schon gebraucht. Wir schauen uns auch gleich nochmal die Details von unten an. Und ich schaue mal, ob ich hier was entdecken kann, was vielleicht geändert worden ist. Das ist das Original, das neue jetzt, also sag ich mal das Serienmodell und hier jetzt die Variante Beta. Also erst auf den ersten Blick nichts. Hier hat sich was getan. Ich gehe mal jetzt mal andersrum. Beta-Version, Beschriftung hier noch normal weiß gewesen, auch das Haus einfach nur leicht eingestanzt und aufgeraut. Hier jetzt farblich etwas abgehoben mit dem leicht gelb-grünen Emblem Rasenmähen und dem grauen Haus. Da eine kleine neue Variante. So, dann gut, klar, meine Beschriftung for Beta Testing Only. Und hier fehlt das natürlich, ist klar. Aber ansonsten auch hier Luba-Schriftzug. Luba-Schriftzug war bei mir hier auch schon drauf. Also da hat sich nichts getan. Auch die Bumper an der Seite, Beta-Version zur Serie genau gleich. Auch hier die Beleuchtung, hat sich auch nichts getan. Also das ist eigentlich gleich geblieben. Auch von unten, außer dass meiner sehr schmutzig ist, und das ist das, was ich gesagt habe, die Messer müssen frei drehen. Hier meine Messer sind schon ein bisschen festgefahren, aber sie sind in der richtigen Position, also nicht so schlimm. Hier seht ihr auch, wie sich das dann hier mit dem Rasenmal verfängt. Aber sonst sehe ich hier keinen Unterschied. Einen habe ich entdeckt gerade, und zwar bei der Achse. Hier ist bei mir alles nur recht glatt. Also hier unten drunter kann man das sehen. Also ist einfach nur halb rund. Und beim überarbeiteten Modell haben wir hier so kleine Rippen drin unten. Könnt ihr vielleicht sehen. Zur Verstärkung, weil da ist nämlich wohl passiert, dass die Achse mal bei der Produktion oder bei der Auslieferung durch Erschütterung gebrochen ist. Und dass man sie da verstärkt, das ist zum Beispiel dann ein Unterschied zum Serienmodell. Was hier natürlich auch noch mal auffällt, hier haben wir den Aufkleber IPX6 und das CE
Symbol. Das fehlt bei meinem Beta-Gerät komplett. Also das ist da noch nicht mit zertifiziert worden oder hat zumindest keinen Aufkleber. Einen Unterschied habe ich noch festgestellt, und zwar bei den Messern, die mitgeliefert worden sind. Und zwar sind das ja die Messer, die jetzt bei der Lieferung dabei waren. Das sind die Messer, die wir mit den Beta-Geräten bekommen haben. Also auch hier einmal das normale Stahlmesser mit dabei und aber noch eine andere Legierung oder gehärtet. Das ist wohl ein bisschen robuster. Auch das sollen wir wohl testen. Die Standfestigkeit ist da wohl ein bisschen besser. Aber ich habe jetzt bislang ja nur die anderen ausgetestet. Also der Sommer ist ja noch lang, aber das werde ich auf jeden Fall mal testen. Das ist ein Unterschied. Und wir haben hier bei denen, ich weiß nicht, das könnt ihr ja sehen, wir haben hier so kleine Kunststoffplättchen dabei, Unterlegscheiben. Die waren bei unserem Beta-Gerät nicht dabei und ihr habt ja gerade gesehen, dass sich das Messer bei mir verklemmt, also nicht mehr frei dreht, wenn ein Rasen dazwischen ist. Und das soll auch damit verhindert werden, weil das ist auch ein Kritikpunkt gewesen, den wir angemerkt haben. Und das ist da wohl jetzt damit behoben worden. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch freier läuft. Ich gehe mal davon aus. Wie gesagt, das ist auch nochmal eine Verbesserung durch die Beta-Testaktion, sage ich mal. So, ich hoffe, ihr könntet jetzt einen kleinen Einblick bekommen vom Luber. Ihr freut euch vielleicht auf euer eigenes Gerät. Vielleicht hat es den einen oder anderen auch animiert, auch einen zu bestellen. Wie gesagt, die Links verlinke ich euch oben in der Videobeschreibung. Und kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, um sich mit uns auszutauschen und weiter zu testen. Ich werde auch weiterhin viele Videos im Sommer machen, auch zur Einrichtung. Problembewältigung, wenn wir da irgendwo was haben, wenn wir da irgendwas feststellen, was vielleicht nicht so richtig funktioniert, dass man da vielleicht ein paar Tipps geben kann, Erfahrungsaustausch. Ja, also bleibt gerne dran, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben liked und den Kanal abonniert für solche spannenden Themen. Ansonsten Themen wie Kaffee und so geht auch noch weiter. Also wer Kaffeetrinker ist, kann sich auch gerne dazuschalten. Ich mache jetzt erstmal meine Aufkleber dran und dann gibt es noch ein paar Bilder davon im Abspann. Also bis dahin, viel Spaß, hier bei Steel Panther. Ciao.